kurz vor Ostern. Wir sehen uns dann am Samstagabend wieder zu Klein gegen Groß. Aber jetzt heißt es erstmal, wer weiß denn sowas hier an diesem grünen Donnerstag. Danke, dass Sie mit dabei sind und schauen Sie, wen wir heute zu Gast haben. Premiere, wieder mal eine Premiere für René Kollo. Weltklasse-Tenor, Schlagerstar. Ja. So viele tolle musikalische Momente haben wir ihm zu verdanken. Und heute endlich hier bei uns in der Sendung mit Bernhard Hoeker im Duett. René Kollo. Und auf der anderen Seite mittlerweile ein lieber Freund unserer schönen Sendung, Gunther Emmerlich. Herzlich willkommen. Wir freuen uns immer über diesen Besuch. Auch du ja, natürlich Sänger, aber auch Moderator, viele große Shows gemacht, viele Sachen im Laufe der Jahre. Heute mit Elton im Team, Gunther Emmerlich, herzlich willkommen. Und gleich was Interessantes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass der US-amerikanische Forstbeamte Roy C. Sullivan Zeit seines Lebens 7-mal vom Blitz getroffen wurde und jedes Mal überlebte? Ja, so kann es gehen. Ja, da braucht man auch ein bisschen Glück. So, jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard und René Kollo sitzen 61 Zuschauer. Hinter Elton und Gunther Emmerlich 53. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Schauen wir auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind tierisch, Essen und Trinken, Was bin ich, total genial, Wirtschaft, Schlagzeilen, typisch deutsch, Berufe, Neuheit, das Fragezeichen, Bauwerke und im Garten. Bernhard und René Kollo beginnen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Wenn das mal immer im Leben so wäre, jede richtige Antwort 500 Euro. Na, da hätte ich nie was verdient. Nee. Nie was verdient. Jeder richtige Ton 500 Euro. Ja, dann. Das war's, ja. Das war's, das wäre es gewesen, oder? Ein Publikumsjoker bei Bedarf für jedes Team. Und ihr dürft beginnen, weil ihr habt ein paar mehr Zuschauer hinter euch. Ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Ja. Er hat schon gesagt, aber ich sag's dann nochmal, typisch deutsch. Ja. Ja. Uns beide direkt drauf, folgen wir sofort. Ja. Schauen wir auf die erste Frage. Was ist laut Arbeitsstättenverordnung der Unterschied zwischen Lufttemperatur und Raumtemperatur? Ach, oh Gott, das ist Lufttemperatur gilt nur für Freiluftarbeitsplätze. B. Die Lufttemperatur beinhaltet die Einwirkung von Wärmestrahlung. Oder C. Raumtemperatur ist die vom Menschen empfundene Temperatur. Ach. Also, dass es überhaupt einen Unterschied gibt, ist ja schon etwas, was ich hier wieder mit Begeisterung lerne. Ja. Raumtemperatur also, ist die vom Menschen empfundene Temperatur. Dass es überhaupt schon mal einen Unterschied gibt bei der Arbeitsstättenverordnung, finde ich ja schon mal super. Hast du jemals für Innenräume den Begriff Lufttemperatur gehört? Nee. Also, Raumtemperatur ist die vom Menschen empfundene Temperatur, glaube ich nicht. Das nennt sich die gefühlte Temperatur. Da gibt es Messverfahren. Das würde ich auch erstmal rausdenken. Ja. So, und es geht um Arbeitsstätten. Das heißt, es gibt Arbeitsstätten im geschlossenen Raum, wie jetzt hier, oder halt in Büros. Wobei man hier nicht von Arbeit reden kann. Nein, natürlich nicht. Und das Vergnügen. Ist, entschuldige mal. Ja. Und die Lufttemperatur kann ich mir vorstellen, da ist es draußen, weil da spielt eine Feuchtigkeit eine andere Rolle. Vielleicht ist es auch eine jahreszeitlich bedingt verändert, wenn eben die Raumtemperatur immer zwischen, keine Ahnung, 20 und 36 Grad sein muss, ist das bei der Lufttemperatur entsprechend. Also, keine Ahnung. Deshalb würde ich. Für was bist du, Bernhard? Ich bin für A. Mach mal. Sollen wir mal A machen? Nehmen wir A. Ja, wir nehmen A. Wir nehmen. Ja. A. Das war wahrscheinlich ein C, ne? Interessant, Das ist die netteste Form von Mann, klingt das Scheiße, die ich jemals gehört habe. Wie klingt denn ein gescheites A?
Ach, um Gottes Willen, doch jetzt nicht. Nein, wir sind doch bei der Lufttemperatur. Ja. Ach, geht das nicht so einfach? Das ist doch kein A singen. Ne? Ja, kann man kein A singen? Doch, kann man, aber, ja, aber das hättest du mir vorher sagen müssen. Da hätte ich mich Ach so, da muss man sich vorbereiten. Muss man sich vorbereiten. Ja, das Problem habe ich auch immer. A singen ist immer sehr schwer. Die technischen Regeln für Arbeitsstätten vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollen für eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur am Arbeitsplatz sorgen. Die Raumtemperatur unterscheidet sich von der Lufttemperatur dadurch, dass sie durch umgebende Flächen wie Fenster und Wände beeinflusst wird. Die Raumtemperatur wird definiert als die vom Menschen gefühlte Temperatur. Der Arbeitgeber muss daher einen sommerlichen Wärmeschutz und die Dämmung der Wände im Winter beachten. Es ist Antwort C. Ich habe doch ein C gesungen, oder? Du hast ein C gesungen und A gesagt. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Und ihr könnt direkt in Führung gehen. Ja. Wir hatten uns relativ schnell geeinigt. Warum raten Köche davon ab, Öl ins Nudelwasser zu geben? A. Es macht die Nudeln weniger aufnahmefähig für die Soße. B. Die Nudeln werden später und ungleichmäßig gar. Oder C. Es können unerwünschte Bitterstoffe ins Kochwasser gelangen. Also A scheint mir am logischsten, weil das ja einen Film erzeugt, das Öl. Ja. Und dann wird quasi die Arrabbiata oder wie auch immer geartete Soße nicht ordentlich aufgenommen. Ja, da bin ich auch, da war, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das kann auf jeden Fall sein. B ist völlig egal, glaube ich. Ja. Die werden doch trotzdem... Eben. Und so. Wer will auch jede einzelne Nudel dann prüfen? Es können unerwünschte Bitterstoffe... Das kann ich mir leider auch ein bisschen kommt aber auf das Öl an. Ich glaube, wenn du Olivenöl nimmst, was relativ bitter ist... Oder Motoröl. Das ist dann aber auch gar nicht bitter. Also wenn du Motoröl, dann ist es echt bitter. Ja. Also, aber theoretisch, wenn du Olivenöl hast, das hat ja relativ viele Bitterstoffe. Aber eigentlich hast aber du recht. Aber angenehme. Sind das angenehme Bitterstoffe? Ja, bei Olivenöl ja. Deswegen nimmt man es ja. Also ich fände A am logischsten, aber es geht ja in der Sendung nicht logisch zu. Ja, doch. Hier und da. Also nehmen wir A. A. Wir nehmen A. Okay, Gunther und Elton sagen A. Pasta. Wer verhindern möchte, dass die Nudeln im Kochtopf aneinander kleben, sollte auf die richtige Menge Wasser achten. Als Faustregel gilt hier 1 Liter Wasser auf 100 Gramm Nudeln. Regelmäßiges Umrühren hilft natürlich auch. Auf Öl im Nudelwasser sollte hingegen verzichtet werden, denn es legt sich auf die Oberfläche der Nudel und macht sie so nach dem Kochen weniger aufnahmefähig für die Soße. Sehr gut. Erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro für euch. Das war ja. Wir gehen in die Wirtschaft. Das ist ja auch Essen und Trinken. Ja. Aber auch mit das Bruttoinlandsprodukt. A. Berechnet auch im Ausland lebende Deutsche mit ein. B. Wird seit 1969 jedes Jahr anders berechnet. Oder C. Beinhaltet auch illegale Geschäfte. Ach so. Also das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller im Inland erzeugten Geschäfte. Dann gibt es das Bruttosozialprodukt, das ist glaube ich A. Da geht es um die Sozialgruppe der deutschen Staatsbürger. Dass das jedes Jahr neu berechnet wird, kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird natürlich jedes Jahr neu berechnet, aber nicht immer anders. Ich kann mir vorstellen, dass da auch illegale Geschäfte sind. Illegale Geschäfte, ja, würde ich auch sagen, ja. Hast du jemals in deinem Leben illegale Geschäfte gemacht, die vielleicht verjährt sind, wo wir jetzt drüber reden können? Nein. Oder auch sonst, wenn dich eine Last drückt, kannst du es heute... Nein, das ist sehr nett von dir, aber mich drückt nichts. Ich würde illegale Geschäfte, ja, genau. Wenn einer schwarz arbeitet, dann hat er ja trotzdem was... Ja. Hat er trotzdem was reingetan. Ja, genau. Eben. Ja, genau. Sagen wir C. 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 C.
Ja. Jetzt schon wieder. Ja, vielleicht war es ein A, wenn wir Pech haben. Das muss ich... Es gibt ja auch die berühmte Schattenwirtschaft. Im September 2014 wurde in Deutschland das bis dahin gängige System zur Ermittlung des Bruttoinlandsproduktes auf das europäische System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung, kurz ESVG, umgestellt. Seither fließt neben dem Wert aller legal hergestellten Waren und Dienstleistungen auch illegale Wertschöpfung wie Drogenhandel oder Tabakschmuggel mit in die Berechnung des BIP ein. Da es keine validen Zahlen zur Schattenwirtschaft gibt, werden diese anhand von Modellrechnungen geschätzt. So, damit auch für euch die ersten 500 Euro. Man schätzt, dass ca. 9,1% des Bruttoinlandsprodukts aus der sogenannten Schattenwirtschaft kommt. Ja. Finde ich enorm, finde ich viel. Ja. So, beide Teams haben 500 Euro und es können gleich noch mehr dazukommen. Das ist unsere Absicht. Mhm. Ich hoffe doch. Wir hatten uns geeinigt auf Schlagzeilen. Mhm. Energiesparpläne der französischen Stadt Roubaix gingen 2019 nach hinten los, denn A. falsche Dämmungen führten zu einem Heizkostenanstieg. B. eine Flotte neuer Elektrobusse sorgte regelmäßig für Stromausfälle. Oder C. fast 200 Solarmodule wurden installiert, jedoch nie angeschlossen. Also, ich würde A erstmal ausschließen. Ja. Weil dazu müsste man, glaube ich, länger messen. Wenn du alle Häuser dämmst oder das Rathaus oder keine Ahnung, musst brauchst du eine mindestens längere Beobachtungszeit. Ein Jahr oder anderthalb Jahre, um zu gucken, sind die Heizkosten ja gestiegen oder nicht. Und es ging ja nur, Pläne gingen nach hinten los. Also würde ich 2009, würde ich das erstmal ausschließen. Mhm. Eine Flotte neuer Elektrobusse sorgte regelmäßig für Stromausfälle. Hm. Weil die so die viel brauchen, Strom die brauchen ja auch ihre haben. Steckdose und die brauchen ja dann noch ein bisschen länger, ne? Weil das ja ein größeres Gerät ist als ja, aber sorgt das E-Auto. Strom aus? Ja gut. Also ich kenne das. Ja, wenn das überlastet ist, dann kann sowas passieren. Also B finde ich am logischsten. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Frage durchlesen, es geht um Energiesparpläne. Ja. Das heißt, es ist erst geplant und es ist nach hinten losgegangen. Dämmerung und Elektrobusse, dann haben sie die schon gekauft. Dann sind die schon da. Und dann ist das schief gelaufen. Also C, du bist mehr für C. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie für C. Das ist auch die am klügsten formulierte Frage. C. C. Sprecher der nordfranzösischen Stadt Roubaix mussten Anfang 2020 zähneknirschend gestehen, dass ihre im Vorjahr gestartete Energiesparmaßnahme gescheitert war. Im Juni 2019 waren auf dem Dach der Stadtbibliothek 137 Solarmodule angebracht worden, die einen Teil der Stromversorgung des Gebäudes übernehmen sollten. Erst im Dezember 2019 fiel dann zufällig auf, dass die für über 100.000 Euro installierte Photovoltaikanlage bislang nicht mit dem Stromnetzanschluss der Bibliothek verbunden war und so ein halbes Jahr lang gar keine grüne Energie beisteuern konnte. Da kommt man mal in die Schlagzeilen mit sowas. Ja. So, 1.000 Euro, zwei Fragen, zwei richtige Antworten. Ja. Und auch hier könnten die nächsten 500 dazukommen. Bauwerke finde ich immer ganz. Hast du einen Garten? Ja. Machst du Gartenarbeit? Nee. Bauwerke. Ich habe einen Garten, aber ja, ja. Nicht die Arbeit. Ja, dann sollen die Gartenarbeit machen heute. Welche architektonische Besonderheit weist das Kolosseum in Rom auf, an der sich Fußballstadien heute noch orientieren? A. Sitz- und Stehplätze hatten separate Eingänge. B. Ausgeklügelte Gänge erlaubten eine Räumung in wenigen Minuten. Oder C. Auf 50 Zuschauer kam eine Toilette. Das ist ja Quatsch. Also, ja, was meinst du? Toilette findest du Quatsch? Ja. Warum? Oder? Also, ich habe schon mal eine Toilette vermisst. Ich würde eine Toilette niemals Quatsch. Oh ja, nein. Das ist schon richtig. Aber von Kolosseum... Auf Fußballstadien? Ja. Auf 50 Zuschauer kam eine Toilette im Kolosseum? Weiß ich nicht so genau.
Sitzung steht, da hatte ich Sitz? Das hier ausgeklügelte Gänge erlaubt. Eine Räumung in wenigen Minuten. Das scheint mir vom Kolosseum her am... Das ist so ein Sicherheitsaspekt. Ich weiß nicht, ob das da schon so eine Rolle spielte, was die aber damals auf jeden Fall schon mussten, aufs Klo. Ja. Und da waren irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Leute drin. Ja. Und wenn die aufs Klo müssen und man hat zu wenig, das ist echt blöd. Ja, das ist schon vollkommen richtig, aber ich, B ist für mich, also ich finde, ja. Aber ich will eben Gottes Willen. Nein, das ist ja... Du blöden bei dir Fragen ja besser wie ich. Ja, also. Die blöden Fragen kenne ich alle, aber das ist eine ziemlich gute Frage, die kenne ich noch nicht. Ja. Da bin ich... keine 50 Zuschauer kam eine Toilette. Ich würde B sagen, aber du willst die Toilette haben. Ich würde gerne aufs Klo. Also nicht hier. Ja. Die Toiletten, das finde ich. Spaß dir auf und nachher. Sollen wir jetzt B nehmen und nachher nehmen wir dann C? Nehmen wir C. Dann mach mal B. Wir nehmen B. Guck mal. So ein netter Gastgeber ist der Bernhard. Wenn du dir so sehst, und ich spare mir C für gleich auf. Ich spare mir C. Wahrscheinlich hat er recht. Und das ist ja egal. Das ist naja, ich glaube, woran der Bernhard dachte, ist WC. Das Kolosseum in Rom bot Platz für rund 50.000 Zuschauer. Es besaß ein spezielles architektonisches System, das Vomitoria genannt wurde, vom lateinischen vomere, sich erbrechen. Insgesamt 80 breite, hohe Tore leiteten die Zuschauermenge über ausgeklügelte Gänge und Marmortreppen ins Innere zu ihren Plätzen. Dies ermöglichte es, das Kolosseum innerhalb von rund 15 Minuten zu füllen und innerhalb weniger Minuten komplett zu leeren. Dieses Gestaltungsprinzip wird noch heute beim Stadionbau eingesetzt. So sieht's aus. Man kann ja wenigstens einmal recht haben. Ja, ja, und die Watschen hätte ruhig ein bisschen fester ausfallen können, die du ihm gegeben hast. So, ihr habt auch 1.000 Euro auf dem Konto. Ich habe total was Falsches gelesen. Total genial. Eine Tischdeckenklammer. Ein Besenstiel, etwas Klebeband und 2 Meter Schnur können dazu dienen, A. Wunderkerzen mit rotem Pflanzenfarbstoff selbst herzustellen, B. ein Walkie-Talkie mit Handy-Akku zu basteln oder C. eine Insektenabwehr mit Sprühflasche und Fernsteuerung zu bauen. Ich habe alles noch nicht probiert. Ah. Du? Nee. Also... Wunderkerzen mit rotem Pflanzenfarbstoff selbst herzustellen. Eine Tischdeckenklammer, das sind doch diese Dinger, die du hier so, damit die nicht wegrutschen, ne? Ja, genau, diese Plastidinger, die meistens wegrutschen. Ein Besenstiel, Klebeband und Schnur. Wie soll man daraus eine Wunde, also das muss ja irgendwas, da muss ja was brennen, da muss ja irgendwas zünden. Ja. Du machst mit Pflanzenfarbstoff schmierst du dann den Besenstiel ein, den zündest du. Finde ich komisch. Aha! Warte, pass auf. Ich bin bei C. Ja. Passe mal 8. So, und sag zwar hast du die Sprühflasche. Ja. Wo ist die Sprühflasche? Da machst du die. Klammer ran, wo dieser Drücker ist, da machst du die Klammer ran. Dann machst du die Schnur, 2 Meter lang, dann bist du schon mal weg. Den Besenstiel machst du den steckst du in den Boden. Ja. Dann kommt, wie gesagt, die Sprühflasche daran mit dieser Klammer und dann gehst du 2 Meter weg und dann kannst du daran ziehen und dann sprüht es und du bist, also dann hast du die Sprühflasche, das Insektenzeug drin, wo du nicht daneben stehen möchtest und hast noch die Fernsteuerung dazu. Mich hast du überzeugt. Ich würde sagen... Ich frage mich nur, warum baut man sowas? Warum nimmt man nicht einfach eine Strebe? Das ist ja nicht der Sinn der Frage. Weil jetzt mal ganz im Ernst, also ein Walkie-Talkie mit Handy-Akku, ich meine, kann natürlich sein, dass... Nee, kann nicht sein. Nein, das klingt ausgedacht. Ich finde, es klingt alles ausgedacht. Nee, das klingt aber sehr überzeugend. Du hast mich überzeugt. Nehmen wir C. Wir nehmen C. Ja.
Unser kleiner Elton ist schon eine Blitzbirne. Manchmal ist es notwendig, auf Insektenabwehr zurückzugreifen, zum Beispiel bei extremen Allergien. Für schwer erreichbare Winkel des Hauses lässt sich dafür eine Fernsteuerung basteln. Die Insektensprühflasche wird an einen Besenstiel geklebt. Auf den Kopf der Dose wird eine Tischdeckenklammer montiert, sodass sich ein Arm über die Düse erstreckt. Die Schnur wird am äußeren Ende des Arms festgebunden. Beim Ziehen der Schnur drückt der Arm der Klammer auf die Sprühvorrichtung der Dose und das Spray entweicht. Die Vorrichtung eignet sich auch zum Lackieren in schwer erreichbaren Nischen. Die richtige Antwort, 1500 Euro. Es geht hier und da einfach darum, dass man nicht in diesem Sprühnebel steht. Ja, und nicht in Mückenschwamm. Gerade für mich ist das ja sehr wichtig. Macht Sinn. Ja. So, läuft gut bisher. Alle Fragen richtig beantwortet. Welche Kategorie soll es sein? Was bin ich? Bei einem Texas Switch. Oh Gott. A. Tauschen Stunt-Double und Schauspieler unbemerkt ihre Plätze. B. Muss der Lokführer aussteigen und die Weiche umstellen. Oder C. Löst der Wechsel von Hoch- zu Tiefdruckgebiet einen Sturm aus. Der Texas Switch. Tauschen Stunt-Double und Schauspieler unbemerkt ihre Plätze. Das ist der Klassiker. Er rennt an einem Bau vorbei, dann rennt der Stuntman weiter, eine Explosion entsteht, der fliegt zum Baum zurück und der Schauspieler steht auf und macht sowas. Ja, sowas. Das scheint mir eigentlich das Beste zu sein. Das gefällt mir auch noch, bisher gefällt es mir noch am besten. Muss der Lokführer aussteigen und die Weiche umstellen? Ja. Wieso sollte man das Texas Switch nennen? Ja. Weil das gab es auch schon in Europa. Ja, klar. Genau. Vollkommen richtig. Löst der Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten einen Sturm aus. Ja, aber das ist ja nicht typisch. Das ist überall, also warum auch so in Texas? Und Texas Switch passt total zu Schauspielerei und Western und solchen Sachen. Ja, ich würde auch A nehmen. Ja. So, und jetzt ist die... Bist du jemals gedoubelt worden? Texas, der nachts auf Nee. Ich finde den Stunt... Stunt-Double, ne? Da sind wir beide so, dass wir... Und wir finden so speziell, dass wir auch nicht das Publikum fragen würden, weil da gleich kommen Dinge, was die wissen. Garten zum Beispiel, sage ich mal. Oder Berufe. Weil die haben alle einen Beruf. Wir machen ja Spaß hier. Ja. Also nehmen wir A. Ich würde A nehmen. Er würde A nehmen. Okay. Ja, er würde auch A nehmen. Aber es ist gut. Ja. Könnte ja vielleicht was mit Western zu tun haben. Texas Switch. Ja. Ein Texas Switch wird benutzt, um eine Filmszene mit Stunts möglichst echt aussehen zu lassen. Dabei tauschen Stunt-Double und Schauspieler die Plätze, ohne dass dies für den Zuschauer sichtbar ist. Dies geschieht meist hinter einer Wand oder außerhalb des Bildausschnitts, sodass der Tausch nicht im Bild zu sehen ist. So kann die Aufnahme nahtlos fortgesetzt werden, ohne die Einstellung zu unterbrechen oder visuelle Effekte einsetzen zu müssen. Hier steht bei 1500 Euro. Wir gehen in den Garten. Ja. Im Garten. So. Tierneuheit oder Beruf? Primelzüchtungen ohne den Stoff Primin. A. Enthalten keine hautreizenden Giftstoffe. B. Haben immer eine sonnengelbe Blütenfarbe. Oder C. Verströmen bei Wassergabe einen intensiven Süßholzduft. Primelzüchtungen ohne den Stoff Primin. So, ich habe keine Ahnung. Deswegen haben wir ja gesagt, eventuell ist es eine Publikum. Ich kann mir nur vorstellen, dass man eingeht wie eine Primel. Mehr weiß ich über die Primel an sich nicht. Wollen wir das Publikum fragen? Ja, wir können noch mal ganz kurz drauf gucken zumindest. So, die ohne Primin verströmen bei Wassergabe einen intensiven Süßholzduft. Was heißt Wassergabe? Das heißt, wenn ich das in die Vase stelle, dann packe ich Wasser rein. Und dann riecht es auf einmal nach Süßholz. Wenn Wasser dazu kommt, ja, wenn du es in die Vase stellst. Oder? Obwohl der Stoff Primin nicht da ist. Wenn da stehen würde, Primelzüchtung mit Primin riecht nach Süßholz. Aber warum riechen die, wenn die den Stoff nicht haben? Das finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Aber kann sein. Haben immer eine sonnengelbe Blütenfarbe. Jetzt muss ich erstmal sagen, ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Nein, doch, das weiß ich. Was weißt du? Das weiß ich. Wie sehen die denn aus? Nur relativ klein, vor allem wenn sie eingegangen sind. Aber was haben die denn so?
Verfahren theoretisch. Unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. Das heißt also, Primin sorgt dafür, dass es meinetwegen 6 Farben gibt und wenn die nicht haben, gibt es nur eine Farbe? Gibt's nur eine Farbe. Auch komisch. Ja. Ich finde A ganz irgendwie... Ah. Wollen wir uns das bestätigen lassen oder wollen wir... Das ist jetzt die Frage. Weil ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Ich tendiere nur zu A. Ich kann mir aber auch C vorstellen, dass es vielleicht anders riecht. Habt ihr Ahnung? So, und so das Publikum. Ihr wollt euch absichern. Ihr seid für A. Was... Wo sind die Blumen? Ja. Das ist immer große Erleichterung bei vielen, große Aufregung bei einer. Richtig. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Anja und komme aus Seevetal. Okay, Anja, hast du einen Garten? Ja. Okay, hast du da auch Blumen? Viele. Gibt es auch Primeln? Ja. Du beschäftigst dich aber nicht beruflich mit dem Thema? Nein. Nein, okay. Gut, Anja, dann sag mal, was denkst du? Ich denke, es ist A, denn man züchtet Primeln eher so, dass sie nicht gelb sind. Gelb ist die Naturfarbe und nach Süßholz riechen die nie. Aber ich weiß, dass sie Allergien auslösen können. Aha. Ja, das klingt nach sehr profundem Primelwissen. Ja, und jetzt müssen wir nur noch gucken, Anja, dass das eben auch die richtige Antwort ist, weil nur dann gibt es die 500 Euro. Becherprimeln sind farbenfrohe Blühpflanzen für drinnen und draußen. Ihre feinen Härchen auf der Unterseite der Blätter produzieren das hautreizende Drüsensekret Primin. Bei Berührung brechen die Härchen auf und sondern einen Giftstoff ab, der allergische Hautreaktionen wie Rötungen und Jucken auslösen kann. Wer empfindlich auf den Stoff reagiert, kann auf spezielle Züchtungen zurückgreifen, die den Beinamen Touch Me, also Berühr mich, tragen. Sie enthalten kein Primin und können daher bedenkenlos berührt werden. Herzlichen Glückwunsch, richtige Antwort. Kopf gelöst, 500 Euro oben drauf. Ja. Danke. Nach wie vor, fehlerfrei, 2000 Euro sind es bei Gunter Emmerlich und Elton. Und bei René Collo und Bernhard läuft es auch gut. Wir haben noch tierisch, Berufe, Neuheit und Fragezeichen. Berufe. Warum tragen Zimmerleute traditionell Schlaghosen? A. Sie sollen beim Erklimmen von Leitern für zusätzlichen Halt sorgen. B. Sie sollen verhindern, dass Sägespäne in die Schuhe hineinfallen. Oder C. Die Weite des Schlags zeigte die Länge der absolvierten Walz an. Das ist ja lustig. Ist schon mal aufgehört, ne? Du meinst, die Weite des Schlags zeigte die Länge der absolvierten Walz an? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin bei B. Das Sägespäne in die Schuhe. Ich wäre bei B, weil die müssen ja unfassbar viel sägen, die Zimmerleute. Weil die ja diese riesigen Balken immer und überall hinbauen, Dachfirste setzen und so weiter. Ja, ja. Und die haben das auf der Hose, das schlägt man runter. Und das kennt man ja schon, also... kennt man ja selber, dass man, wenn man, je nachdem mit was man arbeitet, dass man dann die ganze Zeit Kram in den Schuhen hat. Elton, das fände ich übrigens einen guten... Elton? Ja. Elton, bitte! Ich wollte gerade sagen, das fände ich einen guten Gag, wenn du die nächste Schlag den Star mal mit einer Schlaghose moderieren würdest. Ja. Wo ist der Gag jetzt? Interessant wäre ja, ob es jemand auffällt. Ja, ja, das war sehr schlagfertig von dir. Ja. B. 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 Zur traditionellen Kluft der Zimmerleute gehören Hosen mit Schlag. Diese sind ganz auf Zweckmäßigkeit ausgelegt. Sie sollen bei Wind und Wetter warm halten und müssen robust und reißfest sein. Die weiten Hosenbeine bedecken die Schuhe und sollen so verhindern, dass Sägespäne in die Schuhe hineinfallen. So, damit steht auch ihr bei 2000 Euro. Da unten. Dürft noch mal wählen. Ja, wir lassen uns überraschen. Lassen uns überraschen. Fragezeichen. Lass dich überraschen. Geht ja hier Schlag auf Schlag. Fließstoffe. Fließstoff findet sich in
A. Zementkleber, um die Haftung von Fliesen zu unterstützen. B. Der Fahrbahn im Straßenverkehr, um Bodenschichten zu trennen. Oder C. Euro-Banknot mit hohem Nennwert, aber nicht mit niedrigem. Das weißt du? Ich würde B nehmen, ja. Okay. Du würdest, also... Also das hat damit was zu tun, dass Temperaturunterschiede ausgeglichen werden zwischen dem Bett und dem Beton oder dem Asphalt. Und dass da auch keine Birken wachsen und Unkraut und sowas. Also A finde ich auch... Ich finde B. Also ja, wenn ich nehme es ja schon. Bist. Wir nehmen B. Ja. Ja, und wenn man so ein Vlies unter der Straßendecke hat, kann man ja auch die Vliesgeschwindigkeit messen. Dann haben wir einen fließenden Verkehr. Ja. Die Decke einer Fahrbahn gehört zusammen mit einer Tragschicht zum Oberbau einer Straße. Darunter befindet sich der Unterbau. Der Unterbau besteht oft aus verdichtetem Beton. In der Regel werden Oberbau und Unterbau durch einen Fließstoff getrennt. Als Trennlage verhindert das Vlies die Vermischung der verschiedenen Betonschichten. Außerdem trägt das Straßenbauvlies zur Stabilisierung des Erdreiches bei und beugt Rissen vor. Starke Performance bis hierhin. So, 2500 Euro. Da könnt ihr jetzt auch noch hinkommen. Ihr habt noch mal die Wahl, tierisch oder Neuheit. Jetzt die Frage, was das Publikum auch besser kann. Tiere oder Neuheit? Noch mal tierisch. Tierisch. Tierisch und dann. Ja, das haben die alle gesehen im Fernsehen, was jetzt kommt. Droht dem Siebenschläfer Gefahr, kann er A. bis zu 9 Minuten abtauchen, B. seinen Schwanz abwerfen oder C. eine Blindschleiche imitieren. Bei den Antworten habe ich gerade vergessen, wie der aussieht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ein Siebenschläfer ist doch so ein... Das sieht doch aus wie so ein Marder, wie so eine Maus. So was. Klein ist es ja, doch, ne? Ja. So was in der Art. Bis zu 9 Minuten abtauchen. Ja. Schwanz abwerfen. Tut das schon. Ja, ja, der Siebenschläfer, der kann genau einmal, aber das wächst doch nicht nach. Das wäre echt blöd. Ich kann mir vorstellen, dass der eine Blindschleiche imitiert. Der legt sich dann hin und dann macht eben dieser Schwanz macht so. Und dann denkt der Fressfeind, oh, eine Blindschleiche, ich hau ab. Allerdings sind Blindschleichen keine wirklich gefährlichen Tiere. Das ist das Problem. Ja, ein Löwen wäre es. Oh, er hat eine Blume nachgemacht. Ui, ich habe Angst. Das ist... Ja, aber das ist A nehmen. Dann ist es eher A wahrscheinlich. Also ich kann mir und dem anderen überhaupt nichts vorstellen. Wir müssen ja zum Glück nicht selber drauf kommen. Wir haben hier hinter uns diese ganzen Biologen, die aus der Region kommen und sich mit Siebenschläferforschung sonst seit mehreren Jahren beschäftigen und jetzt sich nur nicht einigen können, wer von den vielen Wissenden aufsteht. Da will sich keiner so richtig rantrauen, habe ich das Gefühl. Okay. Wann ist denn der Siebenschläfer im Kalender? Ist er nicht irgendwann im Mai rum? Wir haben Siebenschläfertag, glaube ich. Ja, ja, das... Aber es ist nicht der Siebenschläfer. Nee, also jetzt, dann müsst ihr selber. Steht keiner auf. Ja. Oh, ja. Oh! Wow! Hallo. Grüß dich. Hi. Wer ist das? Ich bin Jan-Henrik. Wurdest du festgehalten? Warst du festgeklebt? Ja, Irgendwann muss ich jetzt opfern. Ja. Manchmal braucht es ja auch mit einer Entscheidung. Genau, ne? Genau. Ja. Wo kommst du her? Bad Frankenbostel, Lüneburger Heide. Nee, was machst du beruflich? Ich bin bei der Bundespolizei. Okay. Genau. Für was zuständig? Fahrzeugverwaltung. Gut. Genau. Jan-Henrik, dann was denkst du? Ich würde B vermuten. Ja? Wirft seinen Schwanz ab. Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich rate. Warum er das machen sollte, aber... Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er dann schneller. Wir haben ja auch keine Ahnung. Wir probieren es jetzt. Ja, ja, also Jan-Henrik sagt B. Und das würde ja nochmal 500 Euro bedeuten. Aber die Betonung liegt natürlich, das könnten nochmal 500 Euro sein. Der nachtaktive Siebenschläfer lebt in Laub- und Mischwäldern. Er ist ein geschickter Kletterer und verbringt den Großteil seines Lebens auf Bäumen. Zu seinen natürlichen Feinden gehören zum Beispiel Katzen oder der Waldkauz.
Wird der Nager gejagt oder es droht ihm Gefahr, hat er einen Trick parat. Wenn ihn ein Jäger am Schwanz packt, kommt es zum Schwanzhautverlust. Dabei lösen sich Haut und Fell an einer Sollbruchstelle vom Knochen und der Siebenschläfer kann flüchten. Nach kurzer Zeit wachsen Haut und Fell wieder nach. Also, über die 500 Euro freuen sich alle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr gut, richtig beantwortet. So muss es sein. Mann, ey! Hättest du nicht sitzen bleiben können? Das war so kurz davor! Ich glaube, da steht eine Beförderung an bei Jan Hendrik. Und ich dachte, so, ihr steht bei 2.500 Euro. Und eine Frage haben wir noch aus der Kategorie Neuheit. Ja. Die sechste und letzte Frage für Elton und Gunter Emmerlich. Mit welcher neuen Methode wollen Forscher gegen unerlaubtes Fischen im Meer vorgehen? A. Fischernetze, die ab 20 Kilogramm Fangmasse aufleuchten. B. Albatrosse, die mit Minisendern ausgestattet sind. Oder C. auf Gerüche spezialisierte Seehunde. Ja. Also mit den Seehunden, das glaube ich nicht. Schäferhunde setzt man ja ein, um irgendwas rauszubekommen, aber Seehunde habe ich noch nie gehört. Ja, doch, doch. Doch? Doch, doch. Es gibt Aha. auch bei der Marine oder im setzen Seehunde ja? ein. Mhm. So, ich würde aber A erstmal ausschließen. Mich wundert, Albatrosse finde ich blöd, wenn da nur Möwen gestanden, also Albatrosse sind ja eine Art Möwen, aber da würde ich sagen, mit Minisendern kann ich nachvollziehen, weil immer wo Fischerboote sind, tummeln sich auch die Möwen. Ja. Und so kann man vielleicht feststellen, oh, da sind gerade 20 Möwen unterwegs, der darf da aber gar nicht fischen, also warum sind die da? Ah, da ist ein Fischerboot. Weil sie den Haps abbekommen. Das heißt, so kannst du sehen, da ist irgendwo einer auf dem Meer, der ja. fischt unerlaubt. Der unerlaubt fischt. Der das nicht ja. darf. Das ist auch voll, ja. Gut artikuliert hast du das. Und Albatrosse haben ja auch Zeit. Die sind ja monogam und sehen ihren Partner nur einmal im Jahr. Ja, so. Die sind halt, obwohl, vielleicht Albatrosse, weil die halt so groß sind, vielleicht kam da der Minisender besser dran. Können die sogar alte Neumann-Mikrofone reinbauen. Also das kann ich mir vorstellen. Also ich denke mal, das versuchen wir. Ja? Mit dem B. Ja. Doch nicht die Seespürhunde. Nee, da war ich ja skeptisch von Anfang an. Der Wissenschaftler Henri Weimerskirch des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung in Paris hat eine neue Methode gefunden, um illegale Fischerei aufzuspüren. Dafür stattet der Ornithologe Albatrosse mit kleinen Sendern aus. Die bis zu 12 Kilogramm schweren Vögel legen weite Flugstrecken zurück und suchen oft nach Fischerbooten, um Nahrung abzugreifen. Die Sender erkennen den Schiffsradar der Boote und übermitteln ihre Position. So können die Fischer auch über große Entfernung gefunden und mit den gemeldeten Fischerbooten abgeglichen werden. Auch hier nochmal die richtige Antwort und damit sechs Fragen, sechs richtige Antworten, 3.000 Euro. Schauen wir auf den Zwischenstand. Hier ist noch nichts entschieden, denn beide Teams liegen nah beieinander. Bernhard und René Collo haben 2.500 Euro auf dem Konto. Elton und Gunter Emmerlich haben 3.000 Euro auf dem Konto. Damit kommen wir zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Geografie. So, ich bitte euch zu setzen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage.
Wo befindet sich der weltweit höchste Gipfel auf einer Insel? A. Neuguinea, B. Taiwan oder C. Honshu? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Beide Teams haben gesetzt, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Wir sind gleich zurück und dann gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Viel Geld im Topf. Donnerstag vor Ostern, Samstagabend eine neue Ausgabe Klein gegen Groß mit tollen Gästen Regina Halmich und Henry Maske. Die beiden Boxweltmeister sind dabei, Heiko und Roman Lochmann, Heiner Lauterbach, Jutta Speidel und Timo Werner von RB Leipzig. Unser Nationalstürmer ist mit dabei im Start. Also es lohnt sich am Samstagabend einzuschalten, 7:45 Klein gegen Groß hier im Ersten. Aber jetzt widmen wir uns unseren heutigen Gästen und dem Finale dieser Sendung mit Bernhard Hoeker im Team, René Kollo, Star-Tenor. René Kollo, 2500 Euro haben die beiden erspielt. Und auf der anderen Seite Gunther Emmerlich im Team mit Elton. Die beiden haben 3000 Euro auf dem Konto, alle Fragen richtig beantwortet. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt aus der Kategorie Geografie. Wo befindet sich der weltweit höchste Gipfel auf einer Insel? A. Neuguinea, B. Taiwan oder C. Honshu. So, jetzt schauen wir erstmal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und René Kollo haben 2500 Euro erspielt und gesetzt 1000 Euro. Elton und Gunther Emmerlich haben 3000 Euro auf dem Konto und haben gesetzt alles. Wow! Oi. So, Bernhard und René Kollo haben auf welche Antwort getippt? C. Honshu. Elton und Gunther Emmerlich haben getippt auf C. Honshu. Hoffentlich ist falsch. Aber. Ja. Der Jade Mountain auf Taiwan. In Taiwan. Yushan. 3.952 Meter hoch. Die Carstens-Pyramide, Neuguinea, der höchste Berg Ozeaniens mit 4.884 Metern. Das ist viel. Und der Berg Fuji auf Honshu in Japan mit einer Höhe von 3.776 ist der niedrigste. Antwort A ist richtig. Und damit gewinnt ihr mit 1.500 Euro. Bernhard und René Kollo. Bei euch ist mehr Geld übrig geblieben. Gut gesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke dir, Bernhard. Und 1.500 Euro heißt für jeden von euch 24,59 Euro. Oh, zwischen den Fingern ist es hindurchgeronnen. So knapp war es. Lieber Gunther, vielen Dank. Danke fürs Dabeisein. Danke, Elton. Frohe Ostern natürlich allen und 24,59 Euro auch für unsere drei App-Gewinner, die mitgespielt und gewonnen haben. Frohe Ostern, aber wir sehen uns dann am Samstagabend, 7:45 Uhr, neue Ausgabe Klein gegen Groß hier im Ersten. Dankeschön fürs Zuschauen, das war's für heute. Tschüss! Bruno, lass uns was tun! Es geht tun!